Balestrant. Der Ort Balestrant ist seit Ende des 19. Jahrhunderts ein beliebter Ferienort. Besondere Popularität erlangte er bei Deutschen und Engländern. Zu den Reisenden gehörte auch Kaiser Wilhelm II., der zwischen 1889 und 1914 mit seiner Yacht Hohenzollern nach Balestrant gefahren kam, um dort seinen Sommerurlaub zu verbringen. Aber nicht nur bei Touristen war der Ort beliebt, auch viele Künstler wie Hans Friedrich Gude, Hans Dahl oder Johannes Flinter ließen sich von der Gegend inspirieren. Man spricht heute von der sogenannten Künstlerkolonie, in der die Maler zwischen 1837 und 1937 ihre Zeit in der von schneebedeckten Bergen umgebenen Gegend verbrachten. Viele Häuser, die vorwiegend im Schweizer Stil mit prächtigen Verzierungen und Schnitzereien ins Auge fallen, erinnern an die Zeit um die Jahrhundertwende, der sogenannten Belle Époque. Die Zeit zwischen 1884 und 1914, dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde oft als Zeit des Friedens und des Wohlstandes betrachtet. Der Begriff Belle Époque stammt aus dem Französischen und heißt so viel wie schöne Epoche. Im positiven Sinne war die Belle Époque eine Zeit des sogenannten Aufbruchs, weil sich die Kunst weiterentwickelte, Museen gegründet wurden, die Musik sich änderte und vor allem die Technik und Wissenschaft große Fortschritte machten. Das Leben wurde in vielerlei Hinsicht leichter und angenehmer. Viele Menschen fühlten sich sicherer, blickten optimistisch in die Zukunft, waren sorglos und genossen die schöne Zeit. Auch heute hat Balestrant diese Sorglosigkeit behalten. Wie gemalt fügt sich der hübsche Ferienort perfekt in die bezaubernde Landschaft des Sognefjords ein. Ein Hauch von Romantik ist garantiert. Zu den Sehenswürdigkeiten im Ort zählt zum Beispiel die St. Olaf-Kirche. Die englische Kirche ist im Jahr 1897 errichtet worden. Auch das bekannte Queen's Hotel zählt zu den Attraktionen des Ortes. Dieses Hotel ist Norwegens größtes Holzhaus. Das historische Hotel besitzt eine umfangreiche Sammlung von Gemälden der Maler, die im Hotel zu Gast waren und die Gegend bereist haben. Den ganzen Sommer über haben zudem mehrere Galerien und Ausstellungen geöffnet. Die atemberaubende Natur inspiriert noch immer Künstler aus der ganzen Welt. Dieser idyllische Ferienort eignet sich ideal als Ausgangspunkt für Wanderungen im Wald und Gebirge, Ausflugsfahrten auf dem Sognefjord und für Rundfahrten zu den vielen beliebten Sehenswürdigkeiten der weiteren Umgebung.